willkommen zu meinem Vortrag. Ihr hört jetzt einen Input zu apokalyptischer Musik, zur Ästhetik und Geschichte von Hardcore Techno. Es ist sehr seltsam, diesen Vortrag jetzt per Video halten zu müssen, ohne Publikum, zumal Fragen und Gespräch danach immer eine wichtige Ergänzung zum Vortragsformat sind. Ja, ich habe mich auch schon darauf gefreut, in Leipzig aufs Festival zu kommen, Konzerte zu hören, Workshops mitzumachen oder mit euch gemeinsam zu tanzen. Und vor allen Dingen auch darauf, Leipzig mal im Frühling zu erleben und nicht sonst wie immer nur im Winter beim Chaos Communication Congress. Aber zumindest ist der Vorteil vielleicht, dass mehr Leute das jetzt sehen können per Video und auch die, die nicht so viel Geld haben, um auf ein Festival zu fahren, und dass ihr dabei euren Papierkram sortieren könnt oder eure Wohnung aufräumen könnt. Es wird zwar auch einige Fotos und Videoeinspielungen geben, aber das Wichtige ist das, was ihr hört. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin. Ich habe einen Schwerpunkt auf Stadtforschung und Popkultur. Insbesondere beschäftigen mich Szenen und Subkulturen, die mit Musik zu tun haben. Und ich habe einige Jahre lang als Musikjournalistin auch gearbeitet. Da habe ich mich vor allem mit Hip-Hop und Graffiti beschäftigt. Und in letzter Zeit beschäftigt mich elektronische Musik und Clubkultur und vor allem kritische Diskurse dazu. Und auch Themen wie Gentrifizierung und Prekarität, was oft auch zusammenhängt. Das habt ihr in Leipzig vielleicht schon gemerkt. Ja, seit einer gefühlten Ewigkeit produziere ich auch eine Radiosendung, die meine Forschung und journalistischen Aktivitäten begleitet, derzeit in verschiedenen freien Radios in Österreich. Das Archiv ist auf Mixcloud unter Wise Up Radio Show einzusehen oder Infos gibt es sonst auch auf meinem Blog wiseup.de. Grundlage meines Vortrags ist mein Buch über Utopie und Apokalypse in der Popmusik, Gabba und Breakcore in Berlin ist der Untertitel, das Ende 2018 erschienen ist. Das Buch ist aus meiner Masterarbeit hervorgegangen, die ich 2012 eingereicht hatte und deren Kernstück eine Feldforschung in der Berliner Gabba- und Breakcore-Szene oder vielmehr Szenen von 2011 bis 2012 war. Ich zeige euch mal das Buch. Hier ist es. Ich hole euch mal wieder näher ran. Ja, die Masterarbeit ist aber nur ein Teil und eher Ausgangspunkt der Publikation. In das Buch sind dann weitere Interviews und Recherchen eingeflossen, die im Nachgang zwischen 2012 und 2018 zustande kamen. Dass es überhaupt zur Publikation kam, hat auch damit zu tun, dass das Thema Hardcore-Techno, das damals auf wenig Interesse sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft gestoßen ist, plötzlich wieder an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Während in Holland Gabba ein Phänomen der Masse war und ist, ist Hardcore in Deutschland bis auf wenige punktuelle Ausnahmen eher ein marginales Phänomen im Underground geblieben. Vielleicht ändert sich das ja aber auch nochmal. Ab 2015 fiel mir auf, dass immer mehr neues und altes Material über Gabba auftauchte und dass jetzt an ganz unvermuteten Orten neue Szenen entstehen. Dass Journalistinnen und Künstlerinnen an Publikationen und Projekten arbeiteten und deswegen dachte ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich mein Material auch da reingebe und zur Verfügung stelle.
Ja, ganz kurz noch zu meiner Motivation und Herangehensweise. Warum überhaupt Utopie und Apokalypse? In den Diskursen zu Techno und Rave innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft wurden überhäufig die utopischen Potenziale dieser Musik betont. Dieser Einseitigkeit sollte meine Forschung entgegenwirken, denn es gibt eine ganze Genre- und Subgenre-Tradition in der elektronischen Musik, die nicht die Utopie heraufbeschwört, sondern vielmehr dunkle apokalyptische Potenziale in der Musik auslotet. Seit Ende der 1970er Jahre wurden apokalyptische Motive und Klänge offensiv in der Musik aufgegriffen, auch in der elektronischen. Man huldigt dem Unheimlichen, Verdrängten, den Fehlern der Mutation. Mein Anliegen war damals vor allem, auch diese Szenen zu dokumentieren, die das selbst nicht ausreichend getan haben und wo ich damals vermutet habe, sie würden vielleicht nicht mehr lange existieren. Wie sich jetzt gezeigt hat, ist das im GABA nicht der Fall gewesen, sondern der lang ersehnte Nachwuchs ist gekommen und damit Bewegung in Form von frischen Arrangements oder innovativen Bassdrums. Das Buch sollte auch andere dazu motivieren, ihre lokalen Geschichten und Aktivitäten zu dokumentieren und zu diskutieren. Denn es gibt sehr viele unterschiedliche Szenen und Genres. Worauf ich jetzt im ersten Teil meines Inputs genauer eingehen möchte. Ich kann damit trotzdem nur an der Oberfläche kratzen. Im ersten Teil werde ich mich jetzt auf die Geschichte von Hardcore-Techno konzentrieren, im Rahmen seiner Genres und Szenen. Und vor allem auf die Anfänge. Im zweiten Teil geht es dann um die Klangästhetik von Hardcore und wie diese bisher theoretisiert wurde. Ja, los geht's. Zur Geschichte von Hardcore-Techno, zu den Genres und Szenen. Ich beginne mit der Entwicklung von Techno um 1990, wo Techno von vielen als die härteste Musik empfunden wurde. Selbst einige DJs des Berliner Techno-Clubs Tresor haben damals geglaubt, diese Musik ist so hart, dass sie niemals kommerzialisiert werden kann. Das war ein Irrtum, wie sich herausgestellt hat. Ich möchte mit der Musik einsteigen oder mit der Musik. Ich möchte mit Musik einsteigen und zwei Titel anspielen, die zu den ersten Genreprägenden gehören. Zunächst der, nach Meinung vieler, erste Hardcore-Track von 1990 mit dem programmatischen Titel We Have Arrived von Mescalinum United, einem Produktionsteam und Label aus Frankfurt, also damals Frankfurt, Planet Core Productions, kurz PCP oder PCP, wohlbenannt nach der heftigen Droge. PCP waren Thorsten Lambert und Marc Trauner. Trauner kennt man auch als The Mover. Und in seinen Tracktiteln und Aliasen referenziert er häufig auf Drogen, sagte in Interviews immer wieder, dass die Musik die Droge sei. Und Drogen eben lediglich eine Metapher. Um die Energie zu veranschaulichen, die dieser Musik innewohnt. Er sagt in einem Interview, man muss lernen, Musik zu benutzen, genauso wie Drogen. That's it, maybe. So richtig bekannt wurde der Track We Have Arrived aber erst 1992. Und zwar, als er auf dem belgischen Label R&S Records erschien, als Single, und zwar mit zwei Remixen von FX Twin. Ja, wir hören jetzt einfach mal den Anfang von We Have Arrived in der Remastered Version. Thank you.
Ja, beim Hören der Tracks müsst ihr euch vergegenwärtigen, also bei dem letzten und bei dem, der jetzt kommt, dass diese Tracks fast 30 Jahre alt sind. Was hier jetzt vielleicht nicht spektakulär vor eure Ohren klingt, war damals aber eine musikalische Revolution. Das muss man sich vergegenwärtigen. Ja, kommen wir zum nächsten Track. Der Track Poing wurde 1992 veröffentlicht von Rotterdam Termination Source auf dem frisch gegründeten Label Rotterdam Records. Poing war einer der höchstplatziertesten Tracks in den niederländischen Charts und in der Geschichte des Hardcore insgesamt ever. Diese beiden Tracks verweisen auch auf zwei Länder, in denen Hardcore entstanden und einflussreich geworden ist, nämlich Deutschland und Holland. Also hier hat sich Hardcore entwickelt und war hier auch einflussreich. Zu Poing gab es auch ein Video, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt sehen. Also hier kommt nachmittags immer die Sonne rein. Das ist wahrscheinlich für jeden, der Video macht, ein Horror. Aber ich arbeite besonders um diese Zeit sehr gerne und produktiv. Und es geht ja auch nicht um das Sehen, sondern es geht um das Hören. Deswegen jetzt Poing, Ohren auf. Also zunächst noch völlig unbemerkt, in Berlin oder auch in Frankfurt bildete sich in Holland schnell eine Subkultur heraus, wo die Protagonisten der ersten Stunde die ökonomischen Potenziale dieser Musik schnell erkannten und ergriffen. In Holland entstand ein ganz eigener Stil von hartem Techno, der dort Rubber House genannt wurde. Und damit eine ganz eigene Sub- und Fankultur, die anfangs vor allem aus der Arbeiterklasse kam. Diese entwickelte sich parallel zu unternehmerischen Strukturen, welche sich gegenseitig dynamisierten und ein schnelles Wachstum produzierten. Zur Einstimmung möchte ich euch jetzt zwei Videos zeigen von diesen frühen Protagonisten von PCP, PCP und Rotterdam Records. Eine kreative Underground-Organisation. Naja, wir haben schon angefangen, andere Musik vorher zu spielen, aber gemerkt, dass man sich zu dieser Zeit nicht mehr ausdrücken kann mit der Musik, mit Gitarren etc. Weil alles führt wieder zurück zu den Stones, zu Led Zeppelin, AC/DC, egal was. Und 1990 ist halt das Jahr der Techno-Sachen. Deswegen müssen wir es mit Computer machen. Wir sehen uns auch mehr als eine Rock'n'Roll-Bewegung des Computers als Techno. Es ist wie Punk 1977, nur Punk war zu destruktiv.
Und Techno hat da irgendwie eine andere Message. Mehr halt für die Zukunft, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Wie, was geht nach? Wir verschicken nicht viele Muster oder so. Wir machen nicht groß Promotion, wir schalten keine Anzeigen in Zeitungen. Es läuft eher über Mundpropaganda, ist sehr untergründig, aber wir machen gezielte Promotion. Wir verschicken Tapes, Musterplatten an DJs in der ganzen Welt, an wichtige Labels und die leiten es dann weiter, dass es in die richtigen Hände kommt. Ja, was geht nach? Ja, um den Sound halt zu hören, ist es besser schon mal in der Disco zu hören, weil man mixt ja heute nicht mehr für die Anlage zu Hause. Aber in der Disco sind ganz andere Sachen wegen den Frequenzweichen und das muss man halt erst vorher mal hören. Deswegen gehen wir einmal die Woche in ein ziemlich großes Disco mit dem besten Soundsystem eigentlich in ganz Deutschland. Als der beste in ganz Europa mieten wir uns einmal die Woche. Future. Nee, it's the future. Ich glaube nicht mehr, dass sich jetzt noch irgendwas ändert oder dass die Gitarren wieder zurückkommen oder dass Rock wieder in ist oder egal was, es wird jetzt damit bleiben. Ich meine, wir sollten uns auch nur nicht festlegen auf eine durchgehende Bassdrum. Techno heißt für uns alles, was mit diesen Instrumenten gemacht ist. Es kann genauso gut Soul sein, es kann genauso gut alles sein. Hauptsache es hat dieses gewisse Feeling, was die Zukunft uns bringt. Lustig, ne? Ja, auch das Medienunternehmen ID&T, welches Großraves wie Thunderdome organisierte, gründet sich ebenfalls 1992 in Holland. Einer der ID&T-Gründer berichtet, dass es GABA 1992 so noch nicht gegeben hätte. Es war noch am Entstehen. Ich zitiere: "It was somewhere in between Hip-Hop, Metallica and Electronic Rock. It just grabbed me somehow." Ja, das kann man nachlesen in, das muss ich in meinem Bücherstapel hier, in dem genialen Thunderdome, 25 Jahre Jubiläumsbuch. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, erst zwischen 1992 und 1993 bildet sich die für GABA-typische Musik und der Style dazu heraus. DJ Dano erzählt: "All of a sudden it was there, the shaved heads, the GABA look. I always thought fans dressed like their big idols, but none of the DJs were bald. It came from inside the movement." Paul Elstak von Rotterdam Records betrieb damals auch einen Plattenladen und stellte schnell fest, dass Jugendliche ein großes Bedürfnis nach hartem elektronischen Breakbeat hatten. Da kann ich euch auch noch ein Buch zeigen. Über die Anfänge von Techno, wo es auch um Hardcore geht. In einem Kapitel. Ja, Paul Elstak ist bis heute ein aktiver Produzent geblieben, ebenso wie Trauner von PCP. Und jetzt kommt ein Videosnippet aus dem TV-Magazin Feuerreiter. Einige kennen es vielleicht noch, damals populär, mit Maruscha, wo sie mit Paul Elstak spricht. Die ganze Welt weiß, Khabr kommt aus Rotterdam. Deswegen sitze ich hier in Rotterdam. Und bei Khabr denken alle an Paul Elstak. Und den besuchen wir jetzt gleich. Du giltst ja als Erfinder der Khabr-Musik hier in Rotterdam. Ist das richtig? Ja. Wie kam das zustande? Ja, es ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre her, dass wir die erste Release auf Rotterdam Records herausgebracht haben. Das war die Euromasters mit
Amsterdam, waar ligt dat dan? Wie ongeveer Amsterdam, wo ist es denn? Mm-hmm. Das war in der Zeit, dass ja, jeder gesagt hat, ja, Hardcore, das ist, ja, das ist tot und das, das kauft niemand mehr, niemand mag es mehr. Und es sind eigentlich nur die Leute gewesen, die selbst kein Hardcore mögen, die haben das gesagt, auch auf Fernsehen, überall. Mm-hmm. Und das waren hauptsächlich damals die Leute aus, aus Amsterdam. Warum ist Gabber gerade in Holland so beliebt? Ich meine, dieses schnelle, harte. Ja. Also gerade mal in vielleicht, Rotterdam. Vielleicht. Ja, in Rotterdam hat es angefangen. Ja, die Rotterdam hatte nur eigentlich noch nicht. Und ja, jetzt ist etwas, von, was von uns ist, weißt du? Wir mal, das ist von uns. Und dann ja, wird es ganz populär. Paul, kannst du Melanie mal fragen, wie sie Gabber findet? Nun, ich finde die Musik von Papa, finde ich mooi. Papa mag. Nix. Hast du denn so jemanden, der dich beeinflusst in deinem Stil oder kommt das alles so von dir? Früher, ja, wer hat mich beeinflusst? Ja, am Anfang eigentlich die Leute wie ja, Derek May, Kevin Sanderson. Wenn ich die erste Techno, Detroit Techno Sachen hörte, war ich. Fand ich das sehr gut. Aber das war sehr wichtig aufzulegen. Schwierig aufzulegen. Und ja, Rotterdam ist, ganz, ist eine Werkstatt. Es ist nur Arbeiter und Leute arbeiten im Hafen. Und die, ja, Rotterdam ist immer härter gewesen mit Musik. Läuft hier in Rotterdam eigentlich irgendetwas anderes außer Gabba? In Rotterdam gibt es eigentlich nur etwas anderes als Gabba. Also es wird in den Clubs wird gar kein Gabba gespielt, nirgends. Gar kein Gabba? Ja, es gibt nur einen Club in Rotterdam, aber die spielen nur die letzten Stunden, mhm, richtig Gabber. Aber seit kurz, weil die haben, ja, es ist nur seit ein paar Monaten, dass sie das machen. Aber nur Gabber gibt es nur in, auf die großen Raves. Ja, der erste Club, von dem Paul Elstak da spricht, der Gabber gespielt hat in den frühen Morgenstunden, das war die Diskothek Parkzicht, wo man, wie Elstak berichtet, nach den großen Raves zur After-Hour hinging. Die After-Hour war von 8 Uhr bis 9 Uhr morgens. Ich erinnere mich noch an früher irgendwie krasse Uhrzeiten. Ja, außerdem gab es in Rotterdam noch den Jugendclub Pompeii, wo im kleinen Rahmen auch Gabba-DJs aufgelegt haben. Aber da passten nur so 250 Leute rein. Was nichts ist, wie ihr gleich sehen werdet. Ja, aber im Parksicht gab es keine Türpolitik und das war der Grund, warum das ein beliebter Club wurde. Weil nämlich Gabba-Fans waren überhaupt nicht beliebt, sondern kamen voll oft nicht rein. Und im Parksicht gab es keine Türpolitik und deswegen entwickelte sich das schnell als Treffpunkt. Und mit steigender Popularität wurde dann immer früher Gabba gespielt. Zuerst von 8 bis 9, dann von 7 bis 8 und so weiter und so fort, bis der ganze Abend Gabba war. Chabba, wie man in Holland sagt. Und jetzt möchte ich ein Zitat, jetzt möchte ich den Parkzicht-Ex-Besitzer, Parkzicht gibt es auch schon lange nicht mehr, zitieren. Er erzählt: When I started Parkzicht in 1989, it was a discotheque on Fridays and Saturdays, and then the house started. We were allowed to stay open until 9 a.m., and at first we would play hardcore from 8 to 9 a.m., and that would gradually start earlier. We had people from Groningen by bus, from England by train, from Antwerp. They just came to party. Guys from Urk would come straight from the boat and bring eel for the stuff. My mom was at the cash register handing out eel and they went partying from Friday to Saturday. And Sunday morning they headed back to Urk, probably for church. Ja, dieses Zitat kommt aus dem Film Chabbas, der 2013 erschienen ist, von dem Regisseur Wim van der Aa. Wim van der Aa hat in diesem Film altes Footage benutzt, sehr viel von einer Dokumentation, Lola da Musica heißt die,
Die lief im niederländischen Fernsehen und hat über Musik berichtet. Und für seinen Film suchte er die Protagonistinnen von 1995 wieder auf, die mittlerweile in ihren 40ern sind, um mit ihnen über ihre Erfahrung von damals zu sprechen. Die Statements der Jugendlichen von 1995 wechseln sich ab mit Talking Heads Interviewpassagen aus 2012. Ich kann euch den Film nur ans Herz legen, ihr findet ihn im Internet. Der Film beginnt wie folgt. Ein Protagonist übernimmt hier die Erzählerrolle und er startet mit seinen Worten. Most of us were from Rotterdam, where Chabberhaus was born. In the media we were portrayed as drug-addicted, bald weirdos with idiotic dance moves and silly tracksuits. But we felt differently. Chabber gave us identity, fun and power. Those were the best days of our lives. Ja, aus der Dokumentation Lola da Musica möchte ich jetzt zwei kurze Videoausschnitte zeigen. Sie sind auf Dutch und ohne Untertitel, aber was gesprochen wird, ist nicht so wichtig. Es geht vor allen Dingen darum, ein paar Impressionen von damals euch zu vermitteln, wie das mit dem Chabber-Haus losging. Und das erste Video zeigt die legendäre Energiehall in Rotterdam um 1995, wo die großen Gabba-Raves stattfanden und verdeutlicht vor allen Dingen die Ausmaße der Veranstaltung. Es war ein Art Looptunneltje, ein Art Sluis. Und da kam ich in die Hall, helemaal in het Begin van de Hall. Ja, da gebeurde het. Da gebeurde het allemaal. Ja, was heißt überhaupt Chabbers oder Chabber? Das heißt eigentlich so viel wie Kumpel oder Kollege oder bezeichnet auch Freunde, wird aber total oft falsch dargestellt. Wir hören es auch nochmal falsch später in einer Art Doku. Aber der nächste Ausschnitt, den ich euch jetzt zeigen möchte, der beschäftigt sich mit dem Kleidungsrepertoire der Chabbers. Und dazu gehörten in Holland vor allen Dingen die Australian Tracksuits. Da kann ich euch jetzt mal einen zeigen. Kann man überhaupt was sehen? So. Sehr schick. Ich kann das total nachvollziehen. Im Hip-Hop waren ja auch Trainingsanzüge en vogue. Nicht ohne Grund schick und bequem. Ja, weiterhin neben den Trainingsanzügen und den Nike Air Max Turnschuhen waren auch Bomberjacken en vogue, John Lennon Sonnenbrillen und kahlrasierte Frisuren oder Undercut-Frisuren. Neben der Musik und der Kleidung gehörte auch ein spezifischer Tanzstil dazu. Der Hackendance, quasi vergleichbar mit dem Breakdance im Hip-Hop. Man war nicht irgendwer, man war Chabber. Und trug diese Kleidung mit Stolz. Und das ist etwas, was typisch für die Arbeiterklasse ist. Das finden wir auch wieder in Musikkulturen wie den der Mods oder den im Ska oder im Hip-Hop, die auch in der Arbeiterklasse ihren Ursprung haben. Bequeme Kleidung bot sich an, weil man damit
gut und bequem die ganze Nacht tanzen konnte. Ja, wir sehen jetzt noch einen Ausschnitt aus Lola da Musica über den Chabad-Style. Mensen dachten vaak dat we armoezaaiers waren in die trainingspakken. Maar weet je wel wat het kost? Kijk, met de Aussie ben je iemand. En mensen dachten vaak dat grabben één ding is of zo. Maar dan kijken ze niet goed. Al die Aussies en Cavello's, echt niemand is hetzelfde. En als je iemand met hetzelfde jasje zag, dan had je de week daarop meteen een nieuwe. Ja, ein Mädchen bringt es in Lola da Musica wie folgt auf den Punkt. In the 70s and 80s they had their music and now it's the 90s and we have Chabad. Während für Gabba Ort und Zeit klar bestimmbar sind, ist das für Breakcore weniger eindeutig. Erst gegen Mitte der 1990er etabliert sich Breakcore als Bezeichnung. Während 1995 in Holland Lola da Musica über Chabad House berichtet, diskutiert die Frontpage in Deutschland über die derzeitigen Entwicklungen im Hardcore-Techno. In einem Artikel von 1995 interviewt Joel Amaretto von Digital Hardcore Recordings Christoph Ringelli von Praxis Records. Beides sind wichtige Labels für die sich formierende Breakcore-Szene, die aber auch teilweise für Gabba einflussreich waren. Amaretto beginnt seinen Text mit folgenden Worten. Wir schreiben das Jahr 1995 und die Karten werden neu gemischt. Neue Szenen bilden sich und neue Innovationen bahnen sich den Weg. Laut Amaretto entstand in Europa ein neuer Underground, der im Hardcore nicht nur einen aggressiven Gegenpol zu Trance, Langweiler, Acid, Hard Trance oder House bildete, sondern auch eine politische Ausdrucksform war. Die Protagonisten dieser Bewegung verortet er in Paris, in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt oder in London. Daran wird deutlich, dass sich Hardcore, wie andere Musikstile auch, Mitte der 1990er Jahre immer weiter aufgefächert hat in Mikrogenres und Subgenres. Dazu gehört Breakcore, Speedcore, Flashcore, Splittercore, Doomcore, Happy Hardcore, Terrorcore, Industrial Hardcore. Dazu möchte ich eine Grafik einblenden von One Tetsuo, von 2011, die er unter Creative Commons License zur Verfügung gestellt hat. Thank you. Und die sich teilweise mit meinen Ergebnissen decken. Die Jahreszahlen sind teilweise anders, aber spannend sind auf jeden Fall diese Verästelung, wie dieser Baum überhaupt entstanden ist, dieser Strauß an Stielblüten, was aus welchem und zu welchem geführt hat. Genau. Die Grafik findet man auch auf Wikipedia und zwar auf der Seite von der Gabba Nation. Und wer mag, kann die sich da nochmal anschauen, weil hier gibt es jetzt nur einen Ausschnitt und da kann man die ganze Grafik sehen. Und wichtig ist das auch, weil ihr dann was über Gabba in Berlin erfahrt, was hier jetzt heute nicht Thema ist, weil das wäre ein ganz eigener Vortrag. Da könnte ich sogar mehrere Vorträge drüber halten. Darum geht es heute nicht. Deshalb kommen wir zurück zu Mitte der 1990er Jahre. Da gab es dann ein Bedürfnis bei vielen DJs und Produzenten, die Platten schneller abzuspielen. Und deswegen haben die meisten Produzenten einfach gleich die Tracks schneller produziert. Zwischen 1993 und 1995 also entsteht Breakcore und lässt sich im Gegensatz zu Gabba auf keinen spezifischen Ort zurückführen. Aber der Haupteinfluss kommt ganz klar aus England.
Denn im Breakcore versammeln sich Produzentinnen mit experimentellen Bedürfnissen, die vor allen Dingen von Jungle und Breakbeat beeinflusst sind. Ein Anliegen war das Aufbrechen musikalischer Wiederholung, to subvert the boring hegemony of repetitive basslines. So Dan Davies vom Hikati Sound System. Laut Christoph Ringelli war es der Berliner DJ Tanit, der das Wort Breakcore 1992 in einem Interview zum ersten Mal benutzte. Was er damals damit meinte, war, dass Sachen, die aus dem Gabba kamen, dennoch ein bisschen Break darüber hatten. Also Breakbeats, Hardcore mit Breaks. Richtiger Breakcore hat sich dann entwickelt, als Produzenten wie Elec Empire den Darkside Jungle aufgenommen und radikalisiert haben. Der Begriff hat sich dann langsam, aber stetig verbreitet, erzählt mir Christoph Ringelli 2012. Viele Produzentinnen sehen Breakcore eher als Methode, Strategie und Haltung, denn als Genre. Im Breakcore wird Hardcore mit Elementen aus Jungle, Breakbeat und mit komplexen Drum-Patterns angereichert und zeichnet sich durch große klangliche Dichte und Intensität aus. Als besonders stilprägend gilt der Amen Break, ein Schlagzeug-Break aus einem Gospel-Song. Die Geschichte des Amen Break dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Der Amen Break ist in zahlreichen Hits zu hören. Von Amy Winehouse bis zu Linkin Park bis zu NWA. Und bei Square Pusher basiert fast jeder Song auf dem Amen Break. Was aber allerdings weniger bekannt ist, ist, dass es eben ein ganzes Genre gibt, was auf dem Amen Break basiert, und das ist Breakcore. Deswegen, oder nicht deswegen, aber wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus einer Dokumentation, die heißt Notes on Breakcore von 2006. Breakcore can be downbeat, heavy and slow, or really crazy and fast. You have like the drum and bass sound, but also like the happy hardcore sound. You've got all different kinds of mixtures, and that's what I like about a breakcore. Es gibt irgendwie kaum noch Grenzen, was sozusagen nicht verwendet werden darf oder so. Everyone is repeating their own history in making music. You know, I mean, breakcore samples a lot of existing music. Schau dir Leute an wie Donna Summer oder Droon oder Duran, die nehmen irgendwelche Sounds her, die schon mal da waren, irgendwelche Samples von irgendwelchen Disco-Krachern oder Pop-Nummern oder irgendwelchen Country-Songs oder Western-Songs und so und verpacken die halt super cool. If you mention like new breakcore to someone, it's like oh, Venetian Snares, but you know what? It's because he is a fucking good artist, and I am influenced by Venetian Snares. Ja, ein weiterer wichtiger Akteur im Breakcore ist in Deutschland Istari Lasterfahrer, der seit 1987 produziert und seit 1999 auch ein Label betreibt, nämlich Sozialistischer Plattenbau. Istari Lasterfahrer hat für mein Buch auch ein Nachwort geschrieben, aus dem ich jetzt zwei Abschnitte zitiere, wo er die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gabba und Breakcore verdeutlicht. Von Beginn an materialisierte sich der Punk des Dancefloors im Gabba und Breakcore. Die Releases waren mir immer zu punkig, hatte einst ein Mitarbeiter des Berliner Plattenladens Hardwax zu mir gesagt, als ich einmal persönlich vor Ort war, um die Releases meines Labels in ihren Laden zu kriegen. Gabba und Breakcore sind also die Punks im Club. Gabba verstand es,
mit nur einem verzerrten Drum-Machine-Sound und bodenständigen Hooklines die Bodenständigkeit für einen Moment zum Wackeln zu bringen. Breakcore wiederum hat den Fetisch der elektronischen Musikinstrumente insofern überwunden, als die Musik nur noch auf billigen Heimcomputern und mit einfachen Audioprogrammen produziert wurde. Beide, GABBA und Breakcore, nutzen also einfachste Mittel für einen maximalen Effekt. GABBA und Breakcore unterscheiden sich zuerst dadurch, dass sich GABBA aus Chicago House und Detroit Techno formiert hatte und GABBA wurde vor allem an Drum Machines erzeugt und vermischte sich mit teutonischem Krautrock, kosmischer Musik und Electronic Body Music. Breakcore war dagegen mehr auf Samples gestützt, eben auch, weil es sich genealogisch vor allem aus dem Jungle entwickelt hatte, wenn auch über eine Distanzierung und aber auch Vermischung mit GABBA und Speedcore, schreibt Istari Lasterfahrer. So viel erstmal zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser beiden Stilrichtungen. Jetzt kommt Istari Lasterfahrer mit einem sehr kurzen Track und Video von 1998, dem Hate-Track Nummer 18. GABBA und Breakcore sind Sammelbegriffe für ein breites und heterogenes Feld an Stilblüten, an Sub- und Mikrogenres. Die Übergänge sind fließend. Techno gilt als Musik absoluter Unmittelbarkeit und reiner Physik. Techno gelangte mit Brachialgewalt über Lautstärke und Schnelligkeit direkt in die Nervenschaltstelle und sandte von dort Signale an den Körper, wie Ulf Poschardt es einmal gut formuliert hatte. Erstmals kamen subsonische Klänge und Geräusche auf die Tanzfläche, die als schmerzhaft, unangenehm, aber auch aufregend und energiegeladen empfunden wurden. Einige definieren elektronischen Hardcore über die Geschwindigkeit, andere über die Härte und Aggression der Noise Sounds, die Klangfarbe der Bassdrum oder über die Mikrostruktur gebrochener Beats. Kujo Eschen, der 1999 mit Heller als die Sonne, Abenteuer in der Sonic Fiction, ein Klassiker der Popmusikgeschichte geschrieben hat und dessen Konzept der Sonic Fiction bei mir eine zentrale Rolle einnimmt, beschreibt den ablaufenden Vorgang beim Hören von Chormusik als Synaptic Rearrangement. GABBA hat die Absicht zu provozieren. Und auch zu beleidigen. Simon Reynolds, ein bekannter Musikjournalist, formulierte Ende der 1990er Jahre die Idee des Hardcore-Kontinuums, das in meiner Forschung auch eine wichtige Rolle spielt. Damit meint Reynolds ein Kontinuum von Stilen in der elektronischen Musik, das eine spezifische Dynamik, Energie und auch Qualität beschreibt. Denn für Reynolds ist die Essenz von Rave Hardcore Pressure. Reynolds bezeichnet GABBA als, ich zitiere, the ultimate bastardization of techno. Reynolds hat ebenfalls 1999, so wie Kujo Eschen, ein Buch zu elektronischer Musik vorgelegt, sogar mit einem Kapitel zu Hardcore, nämlich Energy Flash. Ich denke, viele kennen es. Ja, ich zeige euch das jetzt mal.
leider, leider mit einem total bescheuerten Titel auf Deutsch, nämlich Generation Ecstasy, aber die englische Version heißt Energy Flash und umfasst auch mehr Kapitel und Material als Generation Ecstasy. Eschen und Reynolds sind beide in dem folgenden Video zu sehen, das ich euch jetzt einspielen möchte, aus der Dokumentation Modulation Cinema for the Ear von 1998. Die Interviews dürften älter sein und so um 1996 stattgefunden haben. Eine tolle Dokumentation, leider nur männliche Protagonisten, das ist definitiv ein Nachteil. Aber das nur als Randnote, jetzt Modulation Cinema for the Ear. Gather, both the bass and the kick drum fuse together into a jackhammer motion, which allows a kind of pistoning kind of quality. Gather, therefore, becomes much more than music for, becomes much more apocalyptic and much more nihilistic, because there's no bass anchoring your heartbeat. It becomes kind of heart attack music, because the music attains such a punishing rate of velocity. It reaches BPMs of between 180 and 210, 230 BPM, that it becomes not so much a series of kick drums, more kind of drilling noise, which kind of pummels your head and kind of literally drills through your cortex. And it allows a certain synaptic rearrangement, which is so intense and so strong, that it becomes a kind of a terror dome, a war zone. It becomes a kind of how much can you take. Make some noise now. Just music got harder and harder, and people at the time, people who'd originally been to house music, complained that it was also heavy metal techno. That's the way it went. People inevitably burned out and tried to go in softer, more chilled out directions. And that's when you had the whole movement towards ambient techno and electronic listening music. Die Innovation von Musikstilen im Chorbereich wird vor allem in der gezielten und komplexen Manipulation einiger Variablen im existierenden Ausgangsmaterial erzeugt, wie wir schon von Istari Lasterfahrer gehört haben. Es gab und gibt zwar auch Stile, die schneller und härter als Techno im Allgemeinen sind, wie Schranz oder Hardtech, diese gehören aber streng genommen nicht in den Bereich des Hardcore. Denn Hardcore-Techno hat sich im Gegensatz zu hartem Techno weit von seinen Wurzeln entfernt und einen eigenen Stil und Sound herausgebildet. So hat es mir der Berliner DJ La Magra erzählt. Ich zitiere ihn jetzt, ab 1996 hat man erlebt, wie sich die Szenen gespalten haben. Da gehörte Hardcore denn auch nicht mehr richtig zum Techno, weder Szene noch soundtechnisch. Ja, daher möchte ich jetzt noch ein Video von 2008 zur Berliner Szene euch vorspielen, damit sie hier nicht ganz untergeht. Auf jeden Fall jetzt von 2008. Arte Tracks. In der Gabber-Community versucht jeder, das Tageslicht zu vermeiden. Wir wollen so wenig wie möglich von anderen gesehen werden. Nicht, weil wir etwas Kriminelles tun. Wir haben Angst, dass man zu aufmerksam auf uns wird, dass sich zu viele Leute durch uns angezogen fühlen. Gabber ist flämisch und bedeutet so viel wie Hooligan. Und es ist die radikalste Variante elektronischer Musik. Bei diesem Abkömmling des Hardcore werden Heavy Metal und Techno Beats gesampelt und mit einem Irrsinnsrhythmus von 200 bis 500 Beats per Minute unterlegt. Zum Vergleich, ein klassischer Rhythmus hat höchstens 150 BPM. Lauter, schneller, aggressiver. Darum geht es den Gabbern. Einmal im Jahr kriechen sie aus ihren dunklen Gemäuern hervor, denn wem die Love Parade schon zu abgelutscht und kommerziell ist, kann in Berlin am gleichen Tag auf die Fuck Parade ausweichen. Und dort hat Xoldog 400 auch Trauma XP, den Organisator der Fuck Parade, kennengelernt. Techno ist nicht nur Techno-Pop.
Es gibt auch viele andere Sorten von Techno. Schade, dass kein Hardcore-Truck mehr auf der Love Parade mitfährt. 96 hat die Love Parade beschlossen, eine große Familie zu sein. Nur wir waren die schwarzen Schafe in der Familie und seitdem dürfen wir bei der Party nicht mehr mitspielen. Das Leben ist nicht, sondern, verstehst du? Das ist kein Spaß. Terror ist die Basis der Gerber-Philosophie. Wenn du dir 10-mal am Tag denselben Werbespot reinziehen musst, ist das kein Terror? Findet ihr nicht auch, dass das Menschenquälerei ist? So etwas tut man doch jemandem an, wenn man ihn bestrafen will. Wo immer du hingehst, will man dir aufschwätzen, diese oder jene Kippen zu rauchen. Ist das etwa kein Terror? Wir legen das wahre Gesicht unserer Welt an den Tag. Diese Welt ist ein einziger Terror für die Menschheit. Ein wichtiges Subgenre im Hardcore, das früh entsteht, ist Speedcore. Speedcore entwickelt sich seinerseits aus zwei unterschiedlichen Entwicklungslinien. Die eine ist die britische Freetech-Szene um das Kollektiv Spiral Tribe. Dürfte ja bekannt sein. Spiral Tribe hatten bei ihrem Exodus aus England, der verursacht wurde durch den Criminal Justice Act, dann in Deutschland und Holland Kontakt mit Hardcore und haben das aufgenommen, die Hardcore-Einflüsse, was dann wiederum neue DJs und Produzenten beeinflusst hat. Es entstand denn eine Art psychedelischer Speedcore, aus dem sich später Ende der 1990er vor allem in Frankreich wiederum ein neues Subgenre entwickelt, und zwar der Flashcore. Ach so, die andere Entwicklungslinie habe ich vergessen, das war der Holland Hardcore. Gabba. Ja, Kojo Eschen vergleicht in Heller als die Sonne die invasiven elektronischen Musikstile mit Viren, die aus dem Labor, also aus dem Studio entfliehen und über Tonträger die Menschen infizieren, ihre Hörgänge. Habe ich Hörgänge gesagt? Gehörgänge. Ja, wohl deshalb nennt sich einer der Begründer von Flashcore La Peste. Ein Einfluss für Flashcore in Frankreich war der Produzent Laurent O, den wir jetzt auch noch mal kurz in einem Video von 1994 sehen, ebenfalls aus der TV-Serie Feuerreiter. Eine Zeit lang hörte man immer nur von den gleichen französischen DJs, doch mittlerweile gibt es viele upcoming Stars. Ganz vorneweg Laurent O. Hi Laurent. Hi. Oh, Laurent O, right? Oh. What kind of music do you prefer when you produce and play? When I'm producing, I prefer hardcore and gabber. When I play, it's techno and hardcore. How big is the scene right now in Paris for hardcore? Right now, we can say there are 1,000 people who love this music, and maybe 1,000 more who just like this music. Mm-hmm. Are there any parties or clubs to go? No clubs in Paris, but raves, little raves, yeah. Really underground, mm-hmm. With no heat, no toilets, no, but music and mm-hmm. people. Diese von Laurent O beschriebene Situation hatte sich denn Anfang Kabelchaos, aber dafür eine Wolke vor der Sonne. Diese von Laurent O beschriebene Situation hatte sich dann Anfang der 2000er geändert, nachdem der Frenchcore in Frankreich und darüber hinaus populär wurde und sich als Sound etablierte. Selbst Arte berichtet schließlich 2017 über Frenchcore. Und daraus sehen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt. Hardcore war schon immer ein Versuchslabor für frische Sounds und liefert im Endeffekt sämtliche neuen Klänge, die in Songs auftauchen. Lady Gaga benutzt Sounds des Labels PCP. Ja.
Praktisch alle Klänge, die man heute hört, stammen ursprünglich aus dem Hardcore. Anfang der 90er beschreitet der Hardcore-Techno neue Wege und bewegt sich weg vom rein digitalen Sound. DJs wie der New Yorker Lenny D schmuggeln Samples in ihren Hardtech. Radiom ist begeistert. 1992 habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und das war wirklich abgefahren. So ähnlich muss es den Leuten 67 ergangen sein, als sie zum ersten Mal auf einem Jimi Hendrix-Konzert waren. Im Jahr 2005 veröffentlicht Radiom mit seinem Idol Lenny D einen Song, der Hardcore und Groovy zugleich ist. Versehen mit einem Method Man-Sample gilt er als erster Frenchcore-Titel. Und inzwischen existieren zahlreiche Ableger. Ja, das jüngste Genre im Chorbereich ist Crossbreed. Gefällt mir sehr gut übrigens. Ja, Crossbreed, was ist das? Das ist eine perkussive Mischung aus Gabba und neuerem Drum and Bass. Eine relativ gleichberechtigte Mischung, wo zwischen den Rhythmen hin und her gewechselt wird und neuartige Hybride entstehen. Es bleibt sehr strukturiert und für den Dancefloor bestimmt. Das vielleicht bekannteste Label für Crossbreed ist das holländische Label Prospect. Hier veröffentlichen auch mehrere Frauen, also auf Prospect. Am bekanntesten ist wohl Miss Hysteria, die auch als Lucy Fur oder Adam and Scream produziert. Prospect nennt sie ihre First Lady, aber ihr jüngstes Signing ist Somniac One aus Litauen. Ihre Musik ist aber kein Crossbreed, sondern Industrial Hardcore. Prospect sieht in ihr nicht nur die Zukunft des Industrial Hardcore, sondern auch die Gegenwart. Wir hören jetzt einfach mal einen Track von Somniac One. Ja, das war Somniac One mit Party Responsibility. Auch immer ganz wichtig. Ein weiteres Subgenre im Hardcore ist Doomcore, das die Produzentin Nikisi bearbeitet. Nikisi ist in Belgien aufgewachsen und hat kongolesische Wurzeln. Nikisi ist vor allen Dingen dadurch bekannt, dass sie Co-Founderin des Kollektivs Non-Worldwide ist. Sie verortet sich zwischen Techno, Experimental,
Psychoacoustics und kongolesischer Kosmologie. Ja, Hardcore zu hören oder zu machen, das hatte man von einer Afro-Belgierin nicht erwartet. Deswegen hat es ziemlich lange gedauert, bis Nikisi zum Hardcore gefunden hat. Ich möchte sie jetzt zitieren. The Doomcore period was a very interesting time for me. I started to do more research about Doomcore and got totally into it, also because of the energy. It is an aggressive energy, but it's more of a refusal of wanting to conform. It's not about refusal of living. It's rather about not being afraid of dying, being in the shadow and not looking for light. In ihrer Doomcore-Phase veröffentlichte Nikisi 2014 und 2015 bei dem Hamburger Label Doomcore Records, wovon wir jetzt eine Kostprobe hören. Das war Nikisi mit Code Intruder. Die Zeit schreitet voran, meine Frisur löst sich langsam auf und ich habe auch gemerkt, dass ich ein bisschen schreie. Das liegt daran, dass ich irgendwie hier gar nichts höre. Ich bin kein Digital Native, aber ich lerne das jetzt auch gerade erst kennen. Ich habe gehört, dass Leute immer visuelle Anregungen brauchen, deswegen für die letzten 5 Minuten. Nochmal eine visuelle Veränderung sozusagen. Vielleicht nochmal eine neue Einstellung. Ja, kommen wir zurück zu den Szenen und Genres. Es gibt auch Genres und Szenen, für die es noch gar keinen Namen gibt. Zum Beispiel der Sound von Gabba Modus Operandi aus Indonesien. Ja, nachdem Arte Tracks viele Jahre überhaupt nicht mehr über Hardcore berichtet haben, wollen sie jetzt keinen Trend verpassen und haben 2020 schon über Gabba Modus Operandi berichtet. Daraus sehen wir jetzt mal einen Ausschnitt. Bali, Touristenmagnet. Über 5 Millionen Besucher jährlich. Manche träumen hier von Beachpartys und Strandcocktails. Andere suchen hier Ruhe und Harmonie. Denn Harmonie ist das oberste Gebot in der balinesischen Kultur. Harmonie mit den Göttern, der Natur und den Menschen.
Für musikalischen Hardcore stand Bali weniger, bis ein DJ-Duo gründlich mit der balinesischen Sanftheit aufräumte. Mit einer Mischung aus Hardcore-Techno und traditionellen Elementen verwandeln Gabba-Modus Operandi die Clubs in wilde Hexenkessel. Und das nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch international, wie im Berliner Berghain oder auf dem Primavera Sound Festival in Barcelona. Aber das Duo ist genervt. Bali ist ihre Heimat, doch für die Subkultur ist die Insel ein Niemandsland. Wir treffen Gabba Modus Operandi in ihrem Lieblingsrestaurant. Wenn du auf einer so touristischen Insel lebst, erwarten die Leute von dir, dass du kommerzielle Musik machst. Du unterwirfst dich dem Tourismus bis zu einem Punkt, an dem es etwas von Kolonialisierung hat. Tut mir leid. Die meisten Venues hier werden von irgendwelchen weißen Typen geleitet. Ich persönlich fühle mich nie zu Hause in den Clubs hier, weil alles einem gewissen Schema entsprechen muss, sogar die Art zu tanzen. Manchmal fühlt es sich fast an, als gehst du in die verdammte europäische Botschaft, wenn du einen Club hier besuchst. Weil alles einem System und bestimmten Regeln unterworfen ist. Wir wollen, dass jede Show, die wir spielen, sich nach unserem Zuhause anfühlt. Das ist wirklich wichtig für uns. Die wilde Ästhetik enthält viele Elemente ihrer Heimat. Gabba Modus Operandi bedienen sich bei traditionellem Gamelan, indonesischem Dangdut-Pop und sogar dem traditionellen javanesischen Ritualtanz Jatilan. Hier fahren die Geister von Tieren in die Tänzer, wie hier in ihrem Clip zum Track Dosa Pesar. Hardcore Techno, Breakcore oder Gabba sind nicht gleichmäßig bekannt oder verbreitet, sondern beschreiben, zumindest in der Vergangenheit, eine ganz eigene Landkarte. In Deutschland waren vor allem Berlin, Hamburg und Schwerin relevant gewesen, da es dort Clubs gab, die regelmäßig Hardcore- und Gabba-Partys veranstalteten. Auch in Leipzig oder Chemnitz gab es kleinere Szenen und in Nordrhein-Westfalen, bedingt durch die Nähe zu Holland. International ist die Musik vor allem in europäischen Ländern wie Holland, Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und England subkulturell relevant gewesen oder in Japan, Australien und den USA. Diese Karte beschrieb auch Teile der Gabba-Landschaft und der Breakcore-Landschaft bis ca. 2012. Denn wie wir gesehen haben, kommen in der Gegenwart ganz neue Akteure und Akteurinnen auf den Plan, die eine ganz neue Karte vermessen. Mit Szenen in Russland und Polen oder in Indonesien, wie wir gesehen haben. Ja, Leute, das war's von mir. Wer Lust hat, in den zweiten Teil zu Soundästhetik und Soundtheorien noch reinzuschnuppern, der macht das. Und ansonsten kann man auch auf meinen Blog schauen, wiseup.de. Tschüss, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr, denn live in Leipzig.